Du kannst mir nicht sagen, keiner der ganzen Gefährten hier will eins von. Kein, kein, kein. Sind die Dinger wirklich nutzlos, die du hast? Ja. Ich hab drei Items, die einfach niemand haben will. Bin zurückgekehrt. Willkommen zurück. Kein Einfluss, kein Einfluss, kein Einfluss. Yep. Drei Dinge, die kein Sau haben will. Kann ich einfach wegwerfen. Bericht über die Entdeckung Korribans. Sind imperiale Erinnerungsstücke. Kein Wunder, dass die keine Sau haben will. Kann man die verkaufen? Ja, du kannst alles verschärfen, was du willst. Kannst du Dinge aber auch behalten, weil du eventuell noch mehr Gefährten Das finden ist wirst mit der Zeit. mit okay. Mit der Erweiterung und so ein Kram. Was ist? Ich habe gerade was Lustiges gelesen. Was hast du Andere gelesen? Menschen. Andere Menschen. Ich habe so einen Stress. Ich habe deswegen schon 5 Kilo abgenommen. Ich Stress? Hä, mit den 45 Packungen Ferrero irgendwas. Paprika gehen immer gleichzeitig rein. Hab Bock auf was Herzhaftes und danach noch 2 Becher Eis. Let's go. Das ist so typisch ich. Stress, Hey. Futterluke auf und rein damit. Ich kenne das Gefühl. Manchmal habe ich null Appetit und manchmal habe ich einfach Was ist Essen? kein Essen mehr. Hey, ich hab so klein wenig Hunger. Mähdrescher. Okay, bevor wir. Mir wurde mal so ein halbes gebratenes Hühnchen gebracht, wisst ihr? Von so einem, ja, von so einem Stand. Und ich sehe das und denke mir so, oh, ich habe erst keine Lust darauf, aber es ist warm und ich muss es jetzt essen. Au! Und dann Okay, esse das Leute. erste Stück Okay, okay. und plötzlich habe ich meine Hände voller Hühnchenfett und das Huhn halb aufgegessen. In einer blinden Heißhungerattacke. Ich habe keinen Hunger, halbes Huhn gegessen. Ja, nee, Huhn, nicht wirklich Lust darauf, aber es ist jetzt warm und es will es kalt essen. Und dann einfach plötzlich das halbe Huhn weg. Hähnchen geht immer. Ja. Wohin, anderer Spieler? Schon lange keinen mehr gesehen. Okay, nicht wahr? Zwei haben wir, glaube ich, schon gesehen, diese Runde. Aber halbes Hähnchen, boah, es geht Ich weiß immer. nicht, ob es ein halbes oder ganzes war. Es war auf jeden Fall ein kleines. Das ist so geil vom Hühnerfried, einfach so ein ganzes Hähnchen. Boah. Ich kenne mal ein Hähnchen. Ja, die waren. Das sind die. Es gibt so bei uns in der Region gibt es sehr, sehr viele Buden, wo es einfach halbe oder ganze Hähnchen zu kaufen gibt. Gebraten, gewürzt, alles fertig. Lebendig. Nein. Eine laufende Lebensmittelvergiftung. Ja, der Typ ist einfach so ökonomisch. Du kannst dir ein Hähnchen noch raussuchen, während es rumbrennt. Ah. Okay, er hat mich auf jeden Fall. Von allen Leuten erwischt es natürlich sie. Immer doch. Hey, runter mit dir. Jeet. Und warum? Ich weiß es nicht. Warum? Warum Ich kidnappst du mich? weiß es nicht, es war ein Reflex. Yeah. Panikreaktion, get over here! Gibt's Bonus für eure Vernichtung? Auf in die Abwasserkanäle. Tatsache. Nein. Oh, doch, da. Teufelchen! Ungeziefer! Es wäre schön, wie Erdbeben gegen die was bringt. Ja, vibriert die Luft halt ein Kannst. Stück weit mit. Das ist völlig realistisch. Kannst du kein Transportmittel nutzen? Deine Mutter kann ja kein Transportmittel nutzen.
ich freue mich ja schon so auf meinen Sith-Hexer. Ja. Auf meinen guten Sith-Hexer. Wird in seinem Leben niemals was Schreckliches tun. Hey, Freunde. Wenn es einmal nicht mehr so mit Schluck auf. Tatsache. Ignoriert uns. Ignoriert uns. Ach du Mistvieh! Dann verreck halt! Eisen, sei froh, dass es nicht der Druide ist. Ich bin froh, dass es nicht der Druide ist. Ich glaube, die müssen hier sterben. Was ist mit dir da oben? Da fühlt sich jemand ganz lustig. Du hast das ein Piercer-Doreen um die Ecke? Ja. Da funkelt es. Nein! Nein, Lu! Ich würde sie jetzt einfach kackenreißen sterben lassen. Ey, ich hab gewartet, bis Leben reingerannt ist. Also, es ist mein Problem. Ja, es war ein bisschen schockierend. Sie sind plötzlich langsamer geworden. Bis ich saß da und sagte mir, ich kann meinen Kurs nicht mehr ändern. Ansonsten, wie sieht das denn aus? Ja. Du hast den ganzen Gag kaputt gemacht. Warum machst du sowas? Hey, es war nicht die Person, die sie angegriffen hat. Ich meine, es wäre so oder so reingerannt. Aber ich wollte gucken, ob du vor mir reinrennst. Ja, es wäre komisch gewesen, wenn sie stehen geblieben wären. Dann dachte mir, okay, und jetzt? Habe ich die jetzt aufgehalten? Dann rennst du weiter. Ja, Bruder, wir hätten beide gewusst. Es wäre angehalten, wenn du angehalten wärst. Hättest du dann geguckt und wäre langsam Schritt für Schritt so drüber gegangen. So, welche wollen wir davon wegsnacken? Die linken oder die rechten? Die linken. Links. Ich hätte eigentlich zu den rechten gehen müssen, wenn ich die linken gesagt habe. Das wäre wieder lustig gewesen. Das wäre ein gutes Bit gewesen. Ein kleines Funny. Yep. Okay, hinter den Abflussrohr. Wo rennt du schon wieder hin? Ich wollte gucken, ob etwas funkelt. Ich hab mir schon was Ähnliches gedacht. Oh, guck. Abschaum! Okay, er guckt einfach nur in die Luft. Gesundheit. Krass, ich hab ein besseres Teil bekommen. Lol. Frisch? Ja, damit. Ei. Oh. Ein Schocktruppen-Commander. Warum hat der uns nicht geschockt? Weiß es nicht. Schockiert. Der Schockfaktor war einfach gegangen. Wir sind schon einfach in einer Gruppe von Armseelen in Not, oder? Okay, ja. Bonus. Besiege 25 imperiale Streitkräfte. Und dann verreckt halt. Was hast du gesagt? Wir sind eine Gruppe von was? Armseelen in Not. Ah. Irgendwas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Ja, es wollte nur sein, dass es gerade irgendwas zu irgendwas ja gesagt hat, was eigentlich komplett offensive war. Nein, nein. Ich habe keine restlichen Slur benutzt. Nächste Gruppe.
Warte, was? Ich hab die nächste Gruppe. Hier ist ein Sif. Du, Sif. Das ist eine echte Klippe. Oh ja, pass auf. Okay, dann, tschüss. Der kommt gleich bestimmt zurück und will sich rächen. Ja. Irgendwann eine 4 Erweiterung. Ihr habt uns eine Klippe runtergeschoben. Ich räche mich. Aus dem Grab heraus. Die Reste geht's dir gut? Das war ein Sith-Kampfmeister. Ach so. Das ist er. Ein Moment. Rotnase. Rotnase, nein, nein, nein. Was, Fritz? Was, moonwalkst du weg von mir? Komm zurück! Hello, darkness, my old friend. Da ist noch einer. Da hinten ist eine Klippe. Hey, Sifman. Komm mal hier rüber. Ja, brav. Tschüss! Meinst du, er kommt wieder? Ich hoffe nicht. Gleich stehen wir an der Tür, sie sind im Kampf. Hä? Kommt hinten angerannt. Kommt da so angekrochen. Wie so ein Darth Maul-Verschnitt. Da hinten lebt was. Wie frech. Gruppzeug kann man recht schnell wegmachen. Warum können wir keine Fahrzeuge benutzen? Hallo. Komm mal mit. Begleite mich mal ganz unauffällig, mein Freund. Da funkelt was. Oh shit, hat er sich geklappt? Warte, ich komm zu dir mit meinem. Warte. Mein Elf. Ja, danke. Okay, warte. So. Kommt näher zur Wand. Mein Elf braucht noch ein bisschen. Tschüss. Sehen Sie überhaupt als Kills? Diese Opfer der Schwerkraft. Ich glaube. Toll, ich darf nicht mal plündern. Mobbing. Ja, da war nichts für dich drin. Aber für mich war das war was drin. Was war denn da drin? Was war für dich drin, Luf? Danke. Hm? Ein Beutel. Was für ein Beutel? Beutel mit Ressourcen. Ist ein Beutel mit Geschenken? Ich hätte gesagt, ein Beutel mit Geschenken. Nein. Ja, ich dachte am Anfang auch immer an diesen Handwerksmaterialien. Da gibt es auch schöne imperiale Streitkräfte. Was? Da gibt es doch bestimmt auch imperiale Streitkräfte drin, oder? Ja, es fehlen noch 10 Leute. Ich glaube, diese 10 kriegen. Ich glaube auch nicht, diese 10 Leute hier finden. Hey Leute! Also, gehen wir noch mal raus und hey, du! Du kommst hier mit! Und wir gehen zu denen da hinten rüber. Hey, Sif! Willst du nicht auch mitkommen? Hier! Nein! Für den Kampfmeister lässt er sich aber ziemlich leicht flappen. Um fair zu sein, wir haben gewissermaßen das Äquivalent eines Jedi-Stiefelkreises um ihn gebildet. Ja. Okay, hier will ich nicht lang. Fahr ich nur runter. Brauchen wir noch 4.
Aber ich dachte, das würde ein Sith nicht interessieren. Sith sind doch so stark. Das sei, denken die auch. Deswegen fallen sie die ganze Zeit aufs Maul. Guck mal, da unten sind schon mal zwei. Und da hinten ist auch schon der Rest. Hallo, ihr. Aber auf diesem Planeten funkelt so viel, da musst du mal so sagen, ne? Das sieht dann, dass es ein bewohnter Planet ist, Luft. Du klaust den Leuten gerade die ganze Zeit einfach ihr letztes Hab und Gut. In einer Kriegssituation. Da spricht der Herr Jedi. Hör mal. Wenn man sein Hab und Gut zwischen zwei verdammt Kampfdroiden hinterlässt, in einer Kiste, außerhalb eines Hauses, in der Öffentlichkeit, ich glaube nicht, dass das irgendwem gehörte, der es... Weil wir alle wissen, dass zwei riesengroße Kampfdroiden nichts anderes ist als ein Schild, bitte komm und fass meine Besitztümer an. Wenn es in einem Haus wäre, dann würde es deinen Punkt verstehen. Aber es war mitten im... Es so, du hast die Kampfdroiden verteilt da hinten, oder? Warum hat er eine Panzer? Okay, das ist eine Minigun oder sowas. Aber warum? Ihr seid drin. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was als nächstes kommt? Coronet Shipping untersteht meinem Kommando. Hat ihr mögt unsere Verteidigung überwunden haben, aber an meinen Leuten kommt ihr nicht vorbei. Ihr wehrt euch gegen die Wahrheit. Was habt ihr gemacht? Geht mir so auf die Nerven. Wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht, sterbt ihr. Draußen waren die Tunnel euer Fluchtweg. Hier drin gibt es keinen Ausweg mehr. Ich frage uns, was mit dem Narben in seinem Gesicht passiert ist. Mixer. Was? Ein Mixerunfall. Ah. Dann hast du verstanden. Was? Wenn Gespräche keine Früchte tragen, müssen härtere Argumente her. Zeigt der Republik, wie das Imperium mit seinen Feinden umgeht. Jetzt kann ich endlich F drücken. Zeit der Republik. Oh. Okay, sogar das Imperium mit seinen Feinden um. Stirbt ohne Gegenwehr. Das hat nicht lange gedauert für ihn. Armschienen für wen? Nicht für mich. Mist. Neat. Die Taxendienste zu reaktivieren. Was hast du getan? Was seid ihr? Steht vor uns! Bringt ab! Wo seid ihr? Möchtest du am Gespräch teilnehmen, Luke? Ich muss ganz viele Tasten gedrückt, okay? Shut up! Einfach komm auf die Tastatur, wo seid ihr? Was? Ganz recht! Nicht verstanden, was ich... Wenn ihr versucht, mich aufzuhalten, werden euch die Konsequenzen nicht gefallen. Was? Was? Captain Granta ist tot, General. Wir sind bereit, die Neutronen-Emitter auszuschalten. Negativ. Imperiale Soldaten steigen gerade in die Raketenbahn. Sie wollen uns aufhalten, bevor wir ausrücken können. Wenn die Imperialen heftig genug zuschlagen, haben wir niemanden mehr, den wir schicken können. Wir müssen sie mit den Neutronen-Emittern ausschalten. Oh. Nun. Nein! Goddammit! Nur um einen schnellen Sieg zu erreichen. Dann müssen wir sie auf die altmodische Art und Weise besiegen. Hoffen wir, dass uns diese Schlacht nicht... Goddammit! Kann nicht einmal casual Kriegsverbrechen begehen. Lustigerweise, der Resto war dagegen. Die schmuggeln sich nicht mit, die Zivilisten, die sitzen da einfach nur. Das ist nicht, was ich als Schmuggeln bezeichnen würde. Würde sagen, die schwarzfahren da einfach nur. Hm.
Apotheker sei so facher und Huckwascher Namalokos und Dreh. Dieser Blick. Ich werde das nicht vergessen. Ruf hat wieder Unschuldige gerettet. Wie kann sie nur? Ich bin die Gute. Okay. Noch. So, erstmal schauen, wo wir hin müssen. Keine Transportmittel, genau. Wir dürfen aber eine Schnellreise zur Kantine Goldener Abstieg machen, um den General wieder Bescheid zu geben. Und jetzt dürfen wir auch Taximann benutzen. Aber erstmal Goldener Abstieg. Teil der Arbeit, what the f***? Ich wusste, es würde irgendwie auffallen. Ich habe auch gerade hingeguckt und dachte mir, oh, nun gut. Bin mir sicher, im Teil der Arbeit kann man sehr schnell sehr, sehr frei werden. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich wohl. Ja, das hallo, jetzt hallo, General. Hä, wo ist er denn? Ich bin bereit. Da hinten gammelt der rum. So, Nadja will gerufen, damit ich sehe, wenn sie ein Gespräch will. Ihr habt es herausgeschafft. Wir waren auch nicht untätig. Bei Coronet Shipping herrscht immer noch Chaos. Aber die Raketenbahnen laufen wieder. In diesen Zügen waren mehr als 2 Dutzend Zivilisten. Dank euch konnten schon viele den Planeten verlassen. Ich wäre glücklicher, wenn einige geblieben wären, um uns zu helfen. Wir haben im ganzen Sektor Leute und Ausrüstung verloren. Hey. Das nächste Mal helfe ich nicht. Ihr sollt nicht denken, ich sei undankbar. Es war eure Entscheidung und es wird nicht die letzte sein. Nein, es war nicht meine Entscheidung. Zu den Raketen. Scheinbar schon. Wir leiten schon Truppen und Vorräte an Stützpunkte der Republik auf ganz Corellia weiter. Aber das Imperium macht es uns nicht leicht. Sobald unsere Truppen die Raketenbahnen verlassen und den Bodentransporter umsteigen, werden sie nicht mehr gesehen. Wir sind nicht sicher, wie das Imperium sie abfängt. Aber wir haben von jemandem gehört, der glaubt es zu wissen. Sie locken sie mit Süßigkeiten an, nicht wahr? Vom selben korallianischen Rat, der dafür gestimmt hat, dem Imperium beizutreten. Das war ein Fehler. Die Republik wird Corellia befreien. Und ich will dabei helfen. Auf die Hilfe eines Verräters. Okay, gut. Verzichten. Ich setze gerade mein Leben aufs Spiel, um euch zu kontaktieren. Ihr könntet mir wenigstens zuhören. Wir setzen jeden Tag unser Leben aufs Spiel, um die Entscheidung des Rats wieder gut zu machen. Wir sind euch gar nicht schuldig. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Aber ohne meine Hilfe wird eure Verstärkung das Tal der Arbeit niemals passieren. Eure Leute verschwinden, sobald sie in Gleiter umsteigen. Das Imperium setzt Droiden-Prototypen ein, die jedes Kurzstreckentransportmittel erledigen können. Was ist dieses Tal der Arbeit? I need to know. Industriezentrum. Dort liegen die besten Treibstoffdepots und Fabriken der Galaxis. Und viele Leute kämpfen um sie. Meine Assistentin es wird nicht besser. Hat Nachforschungen über die Droiden angestellt. Ich habe sie angewiesen, euch im Tal der Arbeit zu treffen. Darf sie mit euch rechnen? Ist sie schlecht in Mathe? Wenn ich wollte sagen, sie darf mit uns lesen. Bis ans Ende aller Tage nicht vergessen. Oh, also wurde man mit zensiert. Ja. Bei mir nicht. Bei mir ist es Fortuna-Treatment gekriegt. Ich sollte wieder zurückgehen, bevor man mich vermisst. Wenn ich noch etwas erfahre, das euch helfen könnte... Also vorhin hatte ich einen Projektor im Gesicht. Wenn das ja, eine Falle sein sollte, werden wir es bald wissen. Nehmt die Raketenbahn ins Tal der Arbeit und findet diese Diener BH. Ich habe das Gefühl, die Raketenbahn... Raketenbahn... Raketenbahn klingt... Klingt cooler, als es ist. Ist ein Zug. Das ist eine Chuchu-Bahn. Schon okay. Genau. Würde ich zustimmen. Das ist mein letztes Wort. Fair. Aber ein mächtiges. Nein! Gehen wir einfach mal so hier entlang. Den Weg, der nicht die Klippe runterführt.
bist denn jetzt so? Ich weiß nicht, Schwerkraft und ich, wir sind gerade auf dem Versuchen, Waffenstillstand auszuhandeln. Und es wäre schlecht, wenn ich die Schwerkraft jetzt gerade einfach disrespektiere, indem ich mich direkt von der Klippe jiete. Schon wieder. Schmerzhafterweise. In einen Haufen Stacheln. Imperial-Soldaten rein. Aber der Waffenstillstand wird sowieso nicht lange halten. Begib dich zum Lager der Löwen. Banta. Banta. Hallo Sanitätsdienst. Sanitätsdienst. Kauf meinen Schrott. Reparier mein Zeug. Sie sind einsatzbereit. Willst du dies geschehen? Gehen Sie auf Ihren Posten zurück. Okay, dann können wir den Zug nehmen. Schuck. Train Station. Schuck. Oh, hier ist ein Briefkasten. Briefkasten. Wupp. Aufgewühlt. Give me the money. Brief wegwerfen, thanks. Ein Geschenk. Danke, Leffrey. Und zum Teil der Arbeit mit dem Zug. Es wird wirklich nicht besser. Wo ist dieses Fick? Du musst hoch. Nein, das ist nicht, was ich meinte. Ich habe jetzt wieder ein Geschenk gekriegt. In meinem Alter. Setz und Brief lassen sollen, aber nein. Schub. Ich glaube, wenn die Deutsche Bahn Raketenbahn hätte, würde sie trotzdem Verspätung kriegen. Oh ja. Jo. Ha. Relativ langsam. Das kommt noch. Nee, ich glaube, es könnte. Hui! Das war nach da! Wieso beschleunigt er in Kurven? Weil das kann. Weißt du, Luft tritt gleich einfach aus ihrer Kapsel raus, öffne die Tür, da kommt einfach so ein grüner Schwall über den Boden geflossen. Nicht runter. Warum bist du langsam wieder runtergehen? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber sobald du in die Kurve geht, rastet er aus. Hey, Luf. Los, Luf, Atmanknarre. Kann ich eigentlich durch die Wand durch, oder? Nein. Aber deshalb ist voll verwirrt, wo er schneller geworden ist und wo nicht. Flashpoint. Nein, danke. Ach so, dafür ist die Fähre zur Brücke. Okay, gut. Dann der schmale Grat oder Döner. Wir gehen erstmal zum Döner. Ja, Döner, damit wir danach zum schmalen Grat gehen können, weil wir abnehmen müssen. Genau. Ich hatte gestern Döner und der war fast noch warm, als ich zu Hause angekommen bin. Ich habe gestern eine Dönerbox gehabt. Ich hatte gestern... Wurde irgendjemand von den Schokolade. Okay, jetzt hat es mir erwischt. Brezeln. Und ein Brot mit Frischkäse. Ja, gestern war ein komischer Tag. Gestern war kein Essenstag für mich. Heute ist kein Essenstag. Doch, es riecht Essen. Ich meine, diese Aussage. Stell dir das Zitat vor. Heute ist nicht so wirklich ein Essenstag. Es hätte diese Aussage niemals treffen müssen. Wir machen ja auch wirklich so einen Afrika-Speedrun manchmal. Das will ich jetzt nicht sagen.
Meine Luft, gemessen daran, wie oft du einfach kein Wasser hast. Schade, wir sind unterschiedliche Situation. Es könnte Leitungswasser trinken, wenn es dir super kalt schmecken würde. Wasser, ich habe auch kein Wasser mehr. Ich bin wieder auf Leitungswasser umgestiegen, weil ich war letztens zu faul, loszugehen durch den Schnee, das Eis und eine Wasserflasche zu holen, habe ich mir gedacht, alles klar, scheiß drauf. Ja, Zeit mit Luxus abzugewöhnen. Ja, es muss unbedingt irgendwie den Wasserhahn bei uns irgendwie entkalken, damit das Leitungswasser trinken kann, ohne es abzukochen. Schraub einfach den Wasserhahn ab und trink direkt aus dem Schlauch. Oh, Katzemon, glaubst du, dass das jetzt eine super Idee ist, sich mit deinem breiten Arsch vor den Bildschirm zu setzen? Immer. Kategorisch. Für Katzen, immer.